Hast du dir schon einmal die Frage gestellt, ob es in der Wirtschaft ein verstecktes, geheimes Prinzip gibt, mit dem du garantiert überlebst? Nun, ich glaube, es gibt da ein wichtiges Prinzip und das werde ich heute mit dir teilen. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung und Unternehmensnachfolge, sondern selbst auch Unternehmer und vor allen Dingen auch nebenberuflich Survival-Trainer. Und das, was ich in der Natur gelernt habe, gilt genauso auch in der Wirtschaft. Es gibt Prinzipien, es gibt Regeln, es gibt Normen und Axiome, die funktionieren. Und wenn du dich darauf basierst, verlässt, darauf stellst, dann wirst du auch Erfolg haben. Und eine der wichtigsten Regeln werde ich heute mit dir teilen. Interessanterweise ist die wichtigste Regel in der Wirtschaft auch enthalten in dem sozialdarwinistischen Ausspruch Survival by the fittest. Allerdings wird diese Regel auch mit am häufigsten missverstanden. Das Missverständnis hat etwas mit diesem Wort Fitness zu tun. Ich weiß nicht, woran du denkst, wenn du dir das Wort Fitness, Survival by the Fittest, vor dem geistigen Auge vorbeiziehen lässt. Die meisten denken dort an die Pumperecke im Fitnessstudio, wo die Menschen stehen, die meistens viel Masse und wenig Gehirn haben und einen 55er Oberarm sich antrainieren. Und dann leiten sie davon ab, dass in der Natur, genauso wie in der Wirtschaft, nur der Stärkste überlebt. Der am größten ist 2x2 Meter Kompaktmasse. Aber weit gefehlt, das Wort heißt etwas ganz anderes. Wenn du genau recherchierst, was das Wort to fit bedeutet, dann kommst du auf die deutsche Übersetzung angepasst. Und das kannst du so ungefähr vergleichen wie ein Hefeteig, der in eine Backform gegeben wird. Dieser Hefeteig quillt dort drin auf und passt sich genau an diese Backform an. The fittest bedeutet also eine Fähigkeit, sich in einen neuen, beliebigen Kontext anzupassen. Was hat das nun mit Erfolg zu tun? Nun, es gibt drei Arten von Hefeteige. Ja, der erste Hefeteig, den kannst du tatsächlich in diese Form reinpacken und der passt sich nicht an, sondern der sagt, ich war schon immer so, wie ich bin und wieso sollte ich mich verändern und überhaupt kann ich gar nicht mehr lernen. Nun, dieser Hefeteig Nummer A, den packst du hier rein und der wird sich nicht ein Minimum an das Umfeld, an den neuen Kontext, an die veränderten Situationen anpassen. Hefeteig B beispielsweise packst du zwar hier rein und der fängt auch so langsam, aber nur unter starkem Druck, unter gutem Zureden, unter schmerzvollen und leidvollen Situationen und mit viel Lob und viel Geldbestechungszahlung sich langsam an den Kontext anzupassen. Er tut es zwar, aber nur dann, wenn es wirklich dringend und erforderlich ist. Und der Hefeteig C, den packst du hier rein. Und innerhalb von kürzester Zeit hat er eine große Freude und ein großes Tempo dabei zu erforschen, wie der Kontext aufgebaut ist und passt sich an, dehnt sich aus, bis er schließlich komplett die Form dieser Backform übernommen hat. Das heißt, der Hefeteig Nummer 1, der will sich gar nicht anpassen, der will immer so bleiben, wie er ist, aber natürlich andere und bessere Ergebnisse erzielen. Albert Einstein hat schon gesagt, das ist Wahnsinn. Dieser Hefeteig wird sich nicht dem Kontext anpassen, der wird sich nicht dem Markt anpassen, nicht den Kundenbedürfnissen anpassen, nicht den Mitarbeiterbedürfnissen anpassen, nicht den neuen Gesetzen und Compliance-Regelungen, die es erforderlich sind. Deshalb wird dieser natürlich auch nicht erfolgreich werden. Der zweite Hefeteig, der wird das vielleicht machen, aber nur wenn er muss, wenn er Schmerzen hat, wenn er Leid hat, wenn die ersten Kontopfändungen gegeben sind, wenn die ersten Mitarbeiter anhauen, wenn die Kunden die Aufträge stornieren. Erst dann fangen sie sich an, mühsam und unter Widerstand anzupassen, weil sie eben müssen. Und der Hefeteig C, der weiß nicht nur, dass er sich verändern kann, sondern er sieht es auch als Ressource, als Chance, als Pflicht gegenüber den Kunden und Mitarbeitern sich anzupassen. Menschen, die Kategorie C Hefeteig sind, die freuen sich sogar darauf, dass es wieder eine Veränderung der Lage im Außen gibt. Denn dann können sie sich im Innen auch schneller verändern und dadurch Marktvorteile, Wettbewerbsvorteile entwickeln, abbilden, sprich also ein Stück besser zu werden als die Konkurrenz. Zusammengefasst bedeutet also Survival by the Fittest, dass in der Natur draußen immer das Tier überlebt. Wenn du jetzt also ein Rudel Elche oder Löwen nimmst und einen Hubschrauber packst und woanders absetzt, wo sie noch nie waren, dann wird immer das Tier überleben, was sich am schnellsten an die äußeren neuen Gegebenheiten angepasst hat. Und das ist eine gute Nachricht für dich, denn das heißt hier nicht mehr die Großen fressen die Kleinen. Nur die großen Tiere kriegen die süßesten Früchte. Das ist völliger Schwachsinn, sondern es heißt vielmehr, die Schnellen schlagen die Langsamen. Wenn du also stets erreichen willst, dass du am Markt erfolgreich bist, dann bedeutet das für dich, für dein Team, für dein Unternehmen,
schnell zu agieren. Und dafür gibt es ein neues Trendwort, dieses agile Marketing, agile Management, agile Prozessgestaltung. Das heißt nichts weiter als Survival by the Fittest. Derjenige, der sich am schnellsten den neuen Kontext, den neuesten Marktgegebenheiten in der Natur wie in der Wirtschaft angepasst hat, der wird auch die größten Marktanteile sichern können. Der wird die besten Kunden, die besten Aufträge auch bekommen. Und das kann ich dir aus meiner Praxis selbst sagen, so häufig wie die letzten 25 Jahre bei mir sich alles gedreht hat, die Gesetzgeber, die Fördermittelrichtlinien, die Mitarbeiter, die Strukturen, die Wettbewerber, die Marktveränderungen aufgetreten sind, habe ich eines immer gelernt. Überleben kannst du dann, wenn du die Veränderung suchst, wenn du schnell bist und wenn du dich darauf freust. Denn derjenige, der sich auf Veränderungen freut, der lernt auch am leichtesten. Und ich lade dich ein, auch gerne mal die Gegenprobe zu machen. Schau dir einfach mal die Unternehmen an, die am Markt verlieren, die pleite und Insolvenz gehen. Das sind meistens Menschen an der Spitze, die sich nicht wirklich verändern wollen. Häufig ist es dann der Fall, wenn der ursprüngliche Unternehmer, der sehr veränderungswillig und freudig war, gegangen ist und neue Menschen vielleicht direkt von der Uni oder als angestellter Verwalter an die Spitze kommen und nur noch aufrechterhalten. Sprich also dafür sorgen, dass sich nichts verändert, dass alles so bleibt, wie es schon immer mal gemacht worden ist. Also ein typisches Beamtendenken haben. Diese Unternehmen, diese Teams, die gehen natürlich immer dann unter, wenn die äußeren Gegebenheiten sich ändern. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, dein Unternehmen noch besser aufzustellen oder wenn du jetzt gerade in einer Krise bist, und du merkst, oh, ich muss mich verändern, dann kannst du gerne Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn wir haben über 40 Berater und helfen bundesweit Unternehmen und Unternehmer dabei, diese Veränderung wirksam, zielführend und möglichst schnell und erfolgreich auch zu gestalten. Gerne kannst du jetzt auch das Video mit Daumen hoch liken und wenn du weitere solcher Filme sehen möchtest, dann gerne auch unseren Kanal zu abonnieren. Und ich wünsche dir viel Erfolg dabei, selbst ein Mensch, ein Unternehmer dazu werden, aber auch deine privaten Lebensbereiche danach zu gestalten, dass du sie Survival by the Fittest gestaltest. Sprich also, dass du der Mensch bist, der sich am schnellsten anpasst. Denn nicht die Großen schlagen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen. Sorg du dafür, dass du ein schneller Veränderer wirst. Dein Daniel Schäfer.